Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Kategorie Kleine Spiele für die Vive. Und wir spielen Vector Build 092, keine Ahnung was. Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, ein Physical-Based Race Game. Keine Ahnung. Von Red River Studios. Und es ist ein, ja. Was mache ich denn jetzt? Alles in Ordnung. Ich höre nur keine Musik. So. Ja, das ist Vector 36. Ich kann euch mal so ein bisschen zeigen. Ich würde jetzt einfach mal ein schnelles Spiel spielen, so das ist der neue Modus, der gerade hinzugekommen ist. Und da spielt man ein. Ja, man fliegt. Ich muss das Ganze hier, das Ganze ist für die Vive optimiert, auch für die Oculus Rift. Allerdings nicht für die Vive Controller. Das bedeutet, ich muss das mit einem Xbox Controller spielen. Und man fliegt halt, indem man mit dem rechten Trigger Gas gibt und mit dem linken Stick so ein bisschen den Anstellwinkel und so weiter regelt. So, jetzt habe ich nämlich gleich ein Problem. So, ich fliege nämlich zu hoch und dadurch kann ich auf den Boden knallen. So. Und das ist so eigentlich das Ganze, wie man hier so fliegen kann. Und ich muss sagen, als ich das das erste Mal gespielt habe, aufgrund der schlechten Performance meiner GTX 79, wohlgemerkt, ja, und es ruckelt immer. Es ruckelt die ganze Zeit. Also aufgrund dieser schlechten Performance wird mir sau schlecht bei diesem Spiel. Am Anfang. Jetzt geht's inzwischen. Aber es ist nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Also so eine Stunde geht. Vielleicht. Zwei wird kritisch. Danach, weiß man, dass man in so einer virtuellen Realität war. So, auf jeden Fall sehen wir an der Seite unsere Stabilisator. Wow! Hilfe, 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 Hilfe! Das. Wow, boah, jetzt ist mir schlecht. Ja, ich kann jetzt auch noch mal den Boost-Knopf drücken, fällt mir gerade ein. Aber dadurch steigt meine Hitze, hier unten da auf dem Monitor sieht. Wir fliegen hier übrigens auf dem Mars. Deshalb haben wir auch minus 30 Grad. Wir erreichen unsere paar hundert Stundenkilometer. Das war zu viel. Kurz über den Boden hat man mal auch mal so einen Bodeneffekt, dass man, dass hier diese Lifter heißen die im Spiel, dass sie nochmal richtig Gas geben. So, das Schöne an dieser Vive ist, also wenn man bremst, geht man automatisch auch ein bisschen hoch. Das Schöne an der Vive ist, man kann seinen eigenen Körper sehen, aber das, und nein. Oh. So, das, ich hab. Hey! Kannst du nicht mal geradeaus fliegen? So ein bisschen. So, in etwa. Genau so.
Ja, es ist halt noch eine Early Access Phase, das merkt man auch. Also die Performance ist echt zu wünschen übrig, obwohl das auch so ziemlich scheiße aussieht hier in der Umgebung. Ja. Bleibst du wohl? Da oben überfliegt mich was. So. Ja, und ich habe gewonnen. So. Genau, das ist es so, was man großartig spielen kann. Es ist ein Mars-Renner. Und es gibt hier so ein bisschen Options, wo man die Qualität etwas runterstellen kann. Motion Blur. Motion Blur. Oh. Ja, hier oben steht Native Resolution 3000x2000 so und so. Weil das meine Avamedia auflösen kann, die dazwischen gehängt ist. Und das kann ich jetzt natürlich einstellen, aber das würde halt die Karte total in den Ruin treiben. So, Anti-Analyzing und Motion Blur sind noch nicht eingestellt. Ambient Occlusion könnte ich mal ausmachen. Mal gucken, was es so aussieht, denn Ambient Occlusion raubt jede Menge an Leistung. So, das ist jetzt sozusagen hier so ein bisschen der Story-Modus, so der Anfang. Hier habe ich meinen, ich habe schon ein bisschen gespielt, meinen eigenen Renner. Kann ich auch mal kurz anschmeißen. Und dann drumherum. Nur das ist wirklich ein, wo einem schlecht werden kann, wenn man mit dem Controller hier drumherum geht. Das ist so der Renner, den ich mir gebaut habe. Oder es ist so der Anfangsrenner, den ich etwas aufgemotzt habe. Mit zum Beispiel so die Teile, die hier ganz nah dran sind, die vor mir sind. Das sind die Kühler. Die habe ich neu gebaut, neu dran gebaut. Dann habe ich hier diese Stabilisatoren, die Lifter neu dran gebaut. Und es ist ein ziemlich frickeliges Spiel, denn... Ah, genau. Man muss hier... da unten. Man muss hier Sachen anbauen. Sowas wie den Motor. Den kann man hier überall einbauen. Das Problem ist, wenn man das Gewicht hier mitberechnet, hier wird überall geredet, was für ein Gewicht da dran ist, was das für eine Power hat, was das für eine Hitze entwickelt. Wenn jetzt das Gewicht irgendwie falsch ist und man nicht mit zum Beispiel mit den Liftern hinkommt, die hier in der Umgebung rumfliegen, die hier und die beiden da hinten, der große hier, dann hat man ein Problem, denn dann fliegt das Raumschiff oder der Mars-Renner ziemlich langsam. Ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang da, das ist mein Hauptantrieb, und den habe ich sehr weit oben hingesetzt. Das war das Problem, dass jetzt sozusagen das, die Kraft oben gewirkt hat und den ganzen Renner immer vorne in den Sand geschoben hat. Da muss man richtig aufpassen. Genauso hier mit dem Cockpit, das Cockpit kann man jetzt leider nicht verschieben. Ich hätte es aber auch gerne etwas höher gesetzt. Naja, so. Ja, das ist hier mein M-Mark. Also ich habe da schon ein paar Sachen angestellt. Ich finde es auch schön, dass man hier so testen kann und so weiter. Und ich kann gleichzeitig auch hier mir im Shop. Es ruckelt auch. Ja, es geht. Kann ich mir neue Raumschiffe holen, die halt unterschiedlich schnell sind. Das hier ist so eins der besten, aber das hat auch ziemlich Nachteile, so in manchen Sachen. So. Ich kann mir hier auch einzelne Parts kaufen. Zum Beispiel würde ich mir einen neuen Vektor holen. Und hier kann man gucken, was der an Power, an Response und was an Heat setzt. Und den würde ich jetzt zum Beispiel gegen den aus... wechseln, weil der mir zu wenig Gewicht hat. Das hier ist so der kleinste. Der hat das. Und der
hat jetzt sehr viel Response, liegt aber auch um einiges. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne Response Heat Max Power. Ich würde mir jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen den einen. Der eine wiegt mehr, der andere kostet weniger. Ich würde mir zum Beispiel jetzt so ein Paar kaufen, dann in die Garage gehen und könnte mir in der Garage neue Teile einbauen. Hier eine neuen genau einen neuen Vektor einbauen. Den müsste ich jetzt löschen dafür. Und den, na. Das ist so ein bisschen das Problem. Also eigentlich müsste ich jetzt den hier einfach bekommen und jetzt hier irgendwo dran bauen können. Also ich halte das Ding gedrückt, aber es funktioniert nicht. So, kann ich mir den jetzt holen? Ne, ich kann mir einfach nicht holen, das ist schade. Dann muss ich zurückgehen. Ja? Hey! Lauf doch einfach. Ich würde sagen, erstmal, na, kann ich zurück? Ne. Doch, Race. Ach Mist, jetzt hat da vorne nichts mehr dran. So. Na? Gib mir doch diese scheiß Lifter. Da hinten sind die. So. Ah, guck mal, jetzt funktioniert's. So. Na, den setze ich noch etwas. Es ist so ein bisschen gefrickelt hier mit dem Xbox-Controller, mit der Steuerung. So, den müsste ich jetzt noch ein bisschen so setzen, dass der auch schön maximalen Schub bringt. Dann müsste der komplett mit dem Vektor übereinstimmen. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ah, ich habe es... Ah, guck mal, was ich jetzt machen kann. Zack. Set part. Zack. Test. Kann man immer gerne testen. So, anmachen. Ist jetzt langsamer als die üblichen Wagen, aber ich bin schon etwas mobiler geworden. Das kann man schon an dieser Schrottlaube merken. Also ich merke es. Ich kann hier auch dieses BIAS. Das sorgt für eine... Wuhu! Ne? Das sorgt für eine unterschiedliche Verteilung des Hauptantriebskerns. Also des Reaktors. Unterschiedliche Energieverteilung auf die kleinen Stabilisatoren und den Hauptantrieb hinten drauf. Ich kann jetzt zum Beispiel schneller fliegen, indem ich hier mehr drauf gebe.
riskiere aber gleichzeitig, dass ich die Kontrolle damit mehr verliere, weil ich halt... weniger gut steuern kann. Merke jetzt zum Beispiel, dass ich weit nach oben fliege, obwohl ich das gar nicht möchte. So. Ich sollte hinten vielleicht noch so ein paar Sachen einbauen, womit ich dann schneller wieder runterfliegen kann und nicht so weit oben fliege oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall BIOS von der BIOS von 81 ist ganz gut. So. Jetzt würde ich euch noch zack, Garage. Ich würde sagen, passt, safe. Oh, jetzt machst du so einen Abgang. Jetzt würde ich euch noch einen so ein bisschen hier zeigen. Es ist so ein bisschen so Karriereleiter. Es gibt hier, ja, genau, Tournaments, die ich auch gerade spiele. Bin ich nicht so besonders gut drin. Aber es läuft halbwegs. Oh, Entschuldigung. Und es gibt hier so Einzelstrecken. Und davon würde ich jetzt einmal einen fahren. So. Ja. Super, jetzt hört man, wie meine. Wie meine. Roller da runtergeht. So. BIOS umstellen auf 70 und man muss auf die Teile hier aufpassen. Also die Gegner haben es in sich. Die sind gefährlich. Wenn man die wirklich anschiebt, dann hat man ein Problem. So, es ist eigentlich das moderne. Das moderne Driften, wenn man es richtig schafft, und da ich muss mein BIOS vielleicht etwas runterstellen, damit ich mehr Kontrolle über das ganze Ding hat. Und ich merke, dass ich halt mein Gewicht falsch verteilt habe, weil ich immer so weit oben hänge. Also ich gebe gerade Gas nach unten und das soll nicht sein, dass da muss ich halt noch ein bisschen korrigieren. Das ist immer so wirklich so ein Rumpfwickeln, wie man hiermit arbeitet. Und mit diesem wunderschönen Tor würde ich sagen, verabschiede ich mich. Und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.